Jo, ich würde sagen, da gehen wir gleich mal los. Auf geht's nach Usten. Okay, vielleicht sollte ich mir das hier nochmal überlegen. Ich wollte jetzt eigentlich da runterspringen. Ne, ich glaube lieber nicht, das wäre keine gute Idee, aber. Wow, guckt euch diesen geilen Scheiß hier einfach an. Das ist echt krass. Und da geht's echt krass tief runter. So, wir wollen nach Ustengraf. Ah, ich würde sagen, vorher machen wir noch ein bisschen Kleinkramsgedöns. Weil ich das eigentlich so vorhatte. Also ich hatte jetzt nicht direkt vor, nach Ustengraf zu latschen, weil immer nur der Hauptstory zu folgen ist schon ziemlich kacke. Und deswegen würde ich sagen, reisen wir jetzt erstmal nach Weißlauf, zu den Stellen. Ja. Kotlak Weißmähne ist der Herold der Gefährten. Er gibt keine Befehle, aber sein Wort hat in Jorvaske und in allen neuen Fürstentum großes Gewicht. Ja, der alte Kotlak in Jorvaske, der hat krasse Connections. Hat sich alles von mir abgeguckt. Ah, da sind wir schon da. Ja, nachts ist hier wunderschön, nur wenn es bewölkt ist, ist es nicht so gut. Achso. Seid gegrüßt. Soll ich euch mitnehmen? Ich Wohin könnte. soll's gehen? Ich wollte einmal nach Rifton. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Oh ja, jetzt weiß ich, was wir jetzt hier machen. Wir machen jetzt eine kleine Städtetour, bevor wir nach Ich kann Ustengraf hier fahren. nicht ewig warten. Ist ja gut, Mensch. Mach keinen Wenn ihr noch Stress. nie in Rifton wart, besucht auf jeden Fall die Schwarzdornbrauerei. Nach ein paar Bechern habt ihr. Oh. Die Überlebenden lehren uns die besten Techniken. Gaiden, Shinjin, erste Ära 490. Shinjin. Shinji. Shinji. Oder so ähnlich. Ja, das ist das, was ich meinte. Hier ist irgendwie immer Herbst. Das ist diese Gegend, die ich angesprochen hatte, als wir den Berg hochgelaufen sind. Hier ist immer Herbst. Also, es ist ganz hübsch hier. Es ist halt so Laub. Hier gibt es überall Laubbäume und immer überall Birken. Stehen bleiben. Wie? Ehe ich euch nach Rifton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Besuchssteuer? Wo kannst du mir ein Du hast Blow? Privileg, die Stadt zu betreten. Psst. Warum fragt ihr? Wahrscheinlich. Das ist Erpressung. Also gut. Betrug. Nicht so laut. Wollt Okay. ihr, dass uns alle hören? Nein, ist okay. Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Hey Bruder, willst du mir ein Skoma kaufen? Ich hab gerade frische Ware abgefuckt. Das Tor ist offen. Ihr könnt rein, sobald ihr Zauberhärte haben soweit das seid. Drach. Schön hier. Zauberbücher können beim Hofzauberer im Palast des Jahres erworben werden. Und da sehen wir schon so ein paar Beispiele für Zauberbücher. Aber ich finde, Zauberei ist in Skyrim ziemlich OP. Du machst einfach alles platt mit den richtigen Zaubern. Das ist voll fies. Ich bin für Fairplay. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Okay. Ich kenne euch nicht. Ich ja auch nicht. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Ja. Ja, Alter, ich will hier richtig Stress schieben, verstehst schon. Ich komme nach Rifton und mach Stress ohne Grund. Ah, was geht euch das an? Sagt nichts, was ihr bedauern werdet. Das Okay. Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Großmaul, das sich in ihre Angelegenheiten einmischt. Oh, okay. Was dieser Stadt seit langem widerfahren ist. Ist mir egal. Das dafür fahren wir Hey, nachher noch. ihr! Kommt her! Ich will mit euch reden. Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden würde? Aha. Und eure Pläne nächstens nicht so heraus, dann wäre nichts passiert. Das stimmt, das stimmt. Was? Wollt ihr mir Ihr stammt sagen, auch dass nicht ihr von es hier, geraubt was? habt? Warum? Warum tut ihr Ich mir das habe an? Mjoll noch niemals so durcheinander Hört zu, erlebt. Chadre. Letzte Diese Stadt Warnung. geht ihr wirklich an die Zahlt, Nieren. sonst werdet ihr was erleben.
Oh, sie ist ein Gangster. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ja, zum Angeln hier. Du Schlawinerin. Ah, stirb! Stirb, Quitsch! Geh drauf! Das ist kein Mord, das war gerechtfertigt. Ist das dein Ernst, Bruder? Ich knall die Alte ab, die dich hier abfacken will, und du schreist Mord? Boah, ich verstehe die Welt nicht mehr. Boah. So, die letzten Beweismittel hier lassen wir verschwinden. Keiner hat was gesehen. Aber eigentlich ist es hier ganz hübsch mit diesem Kanal hier so durch die Stadt durch. Das ist so eine Gangster-Version von Neapel. Nicht wirklich schön hier. Ich bin jetzt eigentlich hier, um etwas zu tun, also eine Mission zu erfüllen, die ich noch gar nicht gekriegt habe. Aber da ich ja sowieso schon Rifton bin, kann ich diese Mission gleich machen. Weil brauche ich nicht doppelt gehen. Wofür werdet ihr in den nächsten weiteren Folgenden erfahren. Nur so am Rande. Es ist sehr wichtig und bringt sehr viel Geld ein. Wer sich seinen Pflichten entzieht, bekommt eine extra Tracht Prügel. Habt ihr mich verstanden? Und ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Das ist Gaylord. Die Alte erinnert mich sauer an meine Oma, ohne Spaß. Die hört sich genauso an. What the fuck? Egal. Die Schweinekinder. 15 Gold, Stundenstahlfall. Ja. Gaylord ist tot. Juhu! Juhu! Yeah! Juhu! Party! Yeah! Ihr habt gewonnen! T-Banging! Ventus hat es wirklich geschafft! T-Banging! Dazu gebracht, die alte Grelo zu töten! Ja, die dunkle Bruderschaft! Das habe ich als freies Stück gemacht, die haben mich nicht mal angeheuert! Niemand Geld dafür gekriegt, ne, noch nicht, aber ich sag nichts. So, das war Rifton. Sei gegrüßt. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Was? Also, das verbitte ich mir. Wie redest denn du mit mir, Mann? Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das kann ich sehen. Ja, wahrscheinlich. Ich töte Drachen für mein Geld. Mann. Nie weiß jemand meine Arbeit zu schätzen. Wo wollt ihr es wissen? Das ist eine Sache der Einschätzung. Da bist du sehr schlecht im Schätzen, wie du Penner. Jemand geht, was er trägt, all das sind klare Signale. Ja, wenn du meinst. Oh, das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Aha. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Boah, ich weiß, was er ist. Steuerberater! Wo habt ihr gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Oh, Geld, ich mag Geld. Oh, Geld, hast du Geld? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Okay. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Okay. Sind wir mal böse. Muss ja keiner wissen. Das Gesetz brechen macht ja einen Scherz. Warum soll ich... Sekunde. Warum soll ich Brandschei den Ring in den... Alter. Ich kann gerade nicht reden. Sekunde. Warum soll ich Brandschei den Ring unterschieben? So. Mensch. Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ja. Sagt mir, wenn ihr bereit seid und wir legen los. Bring it, Bitch! Komm los! Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Hier, nimm Oma! Vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen.
klar. So, jetzt kommt nochmal das zum Einsatz. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon verkauft habe. Nein. Nein. So. Grüße, geschätzter Kunde. Darf ich euch meinen edlen Schmuck zeigen? Nano, Nano, Bruder. Schützt euch richtig. Alter. Rüstung von Greka. Kauft echtes Falmerblut-Elixier. Lebt tausende von Jahren. Nice. Lest die Gedanken anderer Menschen. Also, Junge, wollt ihr euch ein paar Gut, wartet, bis ich für Ablenkung sorge und ja, zeigt leg mal mir, los, aus Mann. Welchem Holz ihr geschnitzt seid. Boah. Kommt, kommt alle her. So. Ich muss euch etwas ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Ja, ja. Oh, oh. Brieftaschenangeln. So. Das ist nämlich die Diebesgilde. Die nehmen einen relativ großen Platz im Spiel ein. Ich finde diese Diebesgilde eigentlich ganz geil. Naja, weil die haben halt viel mit Klauen zu tun. Und man... Mann, guck weg! Man kann ja auch relativ viel Geld verdienen. Und... Bruder! So. Und man kriegt ja auch eine... Irgendwann anschließend kriegt man eine super Rüstung. Und die hätte ich auch gerne. Und vor allen Dingen das Geld. Geld regiert hier die Himmelsrandwelt. Geduld, Manschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Ja, ich auch. Und sehr gepflegt ist es hier auch. Essenz gesagt. So. Und am Ende war es... Kleidung. Doch nur zerstoßen nochmal Wasser vermischt im Nirmbau. Was für eine Zeitverschwendung. Na? Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Allerdings! Hier bitte, eure Bezahlung, wie versprochen. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Aber das finde ich auch richtig dufte. So, was ist da los? Na, meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech. Aber so läuft es wohl einfach. Aber ja. Egal, ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Boah, das packe ich. In Ordnung. Dann sehen wir mal, ob... Die von mir vertretene Gruppe hat ihren okay. Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifthorn. In ja, einer ja. Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Ja, Bruder, ich hab's so drauf. Ja, ich hab nicht so viel drauf. Aber ein bisschen. Das Einzige, was ich drauf habe, ist Zahnbelag, aber... Was könnte das ja. bedeuten haben? Die Rückkehr des Drachenblutes? Ich habe keine Ahnung. Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Keine Ahnung. Öffnen der Rattenweg. Warum heißt das eigentlich Rattenweg? Das ist ja nicht mal eine Straße. Das ist einfach nur so ein scheiß Tunnel im Boden. Mann. Okay, klar. Ich weiß nicht, Raff. Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Was machen die denn? Warum führt ihr euch immer wie ein großes Kind auf? Ich habe uns so weit gebracht. Okay. So weit? Wir leben in einem Abwasserkanal. Ihr sagtet, wir würden ein Haus so groß wie das der Schwarzdorn-Familie haben. Ihr kümmert euch darum, Leuten die Köpfe einzuschlagen. Ich kümmere mich um die Gilde. Einverstanden? Aha. In Ordnung. Ich überprüfe den Eingang zum Rattenweg. Ich bin gleich wieder da. Na, komm mal her. Ja, überprüfst du nun oder was? Ja. Da habe ich jetzt im letzten Moment noch dran gedacht. Ist da jemand? Oh! Ach, geh weg! Und bam! Ah, wie sein Kollege einfach geflogen ist, Mann! Das ist schon krass! Ah, geh weg! Oh,
Draff. Naja. Was die hier wohl gemacht haben? Naja, wir werden es wohl nie erfahren. Es ist so dunkel und ich mag's das nicht. Ah, ich weiß schon, was auf mich hier zu... Auf man... Sprachgulasch! Mensch! Was hier auf mich zukommt. Oh! Das habe ich nicht kommen sehen. Warum baut man sowas? Keiner hier. Ich sehe nicht irgendwie nur eine Frau sein oder so. Käse. So, dann kommt gleich der Kanalschläger. Wo ist er hin? Was? Ah! Mann, Bruder, du bist unsichtbar! Keine Chance! Ja, das haben wir auch erwischt. Bier, Gold und, Handschuhe des Faustkampfs. Waffenlose Treffer verursachen 10 zusätzliche Schaden. Cool. Nice. Da sind wir einfach drüber gejumpt. Und, ich erschrecke mich hier immer zu Tode. Und hier fehlt irgendwas. Da fehlt eine Axt. Wer hat die Axt da rausgezogen? Lol. Einfach lol. Was? Jetzt gehört ihr mir. Oh, ma chérie. Mein Herz ist deins. Gold, 30. In Tauge nichts. Warum hat er 30 Gold? Eine Hose. Gut. Gut. Sonst ist hier. Aha. Wow, eine Bongo. Das war jetzt, bevor ich hier rausgehe. Immer mitdenken. Immer mitdenken. So. Okay. Gemütlich haben sie es hier, ja. Ragged Flaggen. Der zersplitterte... Zersplitterte Flasche. Wenn ihr euch unterhalten wollt, ist die zersplitterte Flasche nicht der richtige Ort. Okay. Das haben wir alle schon mal gehört. Sie an, sie an. Ich bin beeindruckt, Bürschchen. Na? Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Ich hab nie dran gezweifelt. Ich wurde fast umgebracht. Hier zu kommen war einfach. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe gemacht habe. Das hier ist eine Katastrophe. Das war nicht einfach. War immer einfach. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Ich weiß. Also, wurde aufgesagt. Da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Hallo, klar. Schuldner? Was haben Sie gesagt? Was ist das für eine behinderte Frage? Schulden? Was haben die nur getan? Hä? Haben die vielleicht Schulden? Boah! Bitte, Rolf, halt die Fresse! Ah. Sie schulden unserer Organisation viel Geld und really? Haben beschlossen, nicht zu zahlen. Okay, ja. Ich möchte, dass er Ihnen die Fehler Ihres Tuns erläutert. Oh, ja, klar. Klingt gut. Kiraba, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Oh, ich würde mich freuen. Und wie soll ich hin vorgehen? Um ehrlich Vorschläge? Zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Ja, ja. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von Ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Klar. Kommt blöd, hast du recht. Ja, das ist so gut wie erledigt. Gut. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Schön.
Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Wie kann man hier unten bloß rumhängen? Mann. Wie bei Hempels unterm Sofa sieht's hier aus. Boah, ich wollte diesen Satz schon immer mal benutzen. Ich hab den noch nie gesagt. Ich höre den immer nur ab und zu von meiner Oma, aber sonst nie gesagt.